Gut, also wir machen heute weiter. Darstellungsformen der Statistik. Darstellungen habe ich geschrieben. Und als erstes Beispiel mal wieder ein Notenspiegel einer Klasse. Wurde eine Klausur geschrieben. 20 Schüler, machen wir das mal glatt, haben mitgeschrieben. Und wenn ich unten alles zusammenzähle, habe ich dann 60 durch 20, durch 20 Schüler, ist gleich 3,0. Das ist der Durchschnitt. Deswegen hier der Durchschnitt. Der Modalwert lässt sich erkennen, der am häufigsten auftritt. Aber der Modalwert, ich mache mal eine rote Klammer drum, der bringt uns eh nicht viel. Denn hier geht es um eine qualitative Aussage und da ist der Modalwert nicht für geeignet. Aber den Median wollten wir ermitteln und da sind die Schüler jetzt gerade bei. Und wir wissen, beim Median kann man Folgendes machen. Man sagt, naja, ich mache das hier nochmal farbig, damit Gesundheit. da kann man den. Gut, pardon. Da kann man den Modal. kann man den Modalwert gleich vorne ranstellen. Hier, der Wert, der am meisten vorkommt. Und ich nehme mal Kästchen, nicht Zentimeter, sonst wird es zu groß. Ich sage also von hier 2, 4, 6, 8. Das sind die Zweien. Ne, kann man gleich vorne ranstellen. Wir wissen ja, Median wird so gemacht, dass wir der Größe nach ordnen. Ich schreibe mal Zweien hin. Obwohl, nee, das kann ich mir schenken. Ich habe es ja extra unterstrichen. Jetzt kommt der nächst höhere Wert, das sind Dreien. Fünf Stück. 2, 4, 5 bis hierher. Das sind die Dreien. Jetzt gucke ich, der nächst häufige Wert sind die Sechsen. Nehme ich mal Aubergine. 3 Stück bis hierher. Das sind die Sechsen gewesen. Jetzt kommen die Einsen. Mache ich mal rot. Einsen habe ich 2 Stück. Hier die Einsen. Und jetzt muss ich wieder der Reihe nach ordnen. Jetzt könnte ich zwar erst die 5 und dann die 4 nehmen, aber dann wird der Median eventuell nicht richtig, obwohl er hier schon fast herausgrinst. Jetzt kommt wieder, wenn ich mit dem Besten anfange, dann muss ich auch mit dem nächstbesten dann weitermachen. Mache ich Orange, das sind die 4, das ist eine. Das wird sowieso nicht so schlimm werden. Und nochmal hellgrün, die 5. Nochmal eine. Und dann. Kontrolliere ich, habe ich genug, habe ich wirklich 20 Kästchen genommen? Wenn ich das kontrolliert habe, kann ich sagen, die Hälfte von 20 ist 10 und das zähle ich ab und da ist der Modalwert. Den mache ich mal lila und zwar 2, 4, 6, 8, 10. Hier zeigt der Modalwert, der Median hin. Entschuldigung. Median. Median heißt ja dazwischen, also genau in der Mitte. Wenn der zwischen 2 und 1 wäre, dann müsste ich einen Durchschnitt zwischen 2 und 1 wählen. Hier ist er genau, zeigt voll in die grünen Felder. Der Median ist also 3. Gut, der Median, wissen wir, hat eine gewisse qualitative Aussage. Und der Median ist auch der Wert, der am wenigsten auf Ausreißer reagiert. Ausreißer sind also Werte, die extrem abweichen, die eigentlich gar nicht typisch sind. Und der Median ist stabil dagegen. Aber unterm Strich könnte man jetzt sagen, na, dann ist die Klasse mittelmäßig. Wir hatten aber gestern einen Fall, da hatten wir gesagt, Median ist eigentlich 2, obwohl auch viele Sechsen und so weiter dabei waren. Oder manchmal ist der Median auch ganz anders. Das heißt, der sagt uns auch nicht immer alles. Und um das besser darzustellen, deswegen gehen wir heute bei und sagen, was kann man noch machen? Und jetzt mache ich mal Pause und male dann gleich. Genau der Vorschlag, der kam, den ich eigentlich auch selber schon überlegt hatte. Wir machen ein Diagramm, also eine zeichnerische Darstellung der Zensuren mit Türmchen. Und die Türmchen, die kann man dann hier in das. Oh nee, das ist kein schöner Strich. Ich mache mal eine Pause. So, jetzt habe ich es hingekriegt, endlich mal gerade Achsen zu ziehen. Ich weiß jetzt auch, wie ich das mache. Und zwar, hier schreiben wir die Häufigkeit hin. Ich sage gleich noch ein Wort. Ich schreibe nämlich was dazu. Häufig. Das kürze ich mal ab und zwar in Klammern Abs. Ich sage gleich was dazu. Jetzt nicht fragen, was es ist. Und hier unten die Achse, die mache ich so lang, wie viele Zensuren ich habe, aber so aufgeteilt, dass die Zensuren immer gleich breite Säulen ergeben, sonst sieht es blöd aus. Das heißt also, wir haben hier 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und ich sage einfach, das Ding hier, was ich hier malen werde, ist die 1. Hier ist die 2, die schreibe ich jetzt dazwischen, nicht hier ran an den Strich, sondern das wird die 2 sein, die 3 und so weiter. Und dann 5 und hier dieses Türmchen, was ich errichte, ist dann die 6. Und jetzt gucken wir mal. Wir fangen mit der 1 an. Da mache ich jetzt mal deswegen auch ein rotes Türmchen.
Das sind 2 hoch. Was ist denn das Höchste? Gucke ich mir aus. Das Höchste ist 8. Gut, dann kann ich hier schon mal sagen, dann ist das 2, 4, 6, 8. Das ist 8 wert. Ich schreibe jetzt mal diesmal die Zahlen alle ran. Dann sieht man das. So, und das Türmchen wird jetzt, jetzt haben wir gesagt, die 1 hatten wir rot gemacht. Das Türmchen wird also 2 hoch gemacht. So ein Türmchen. Kann man ein bisschen ausmalen, dann fällt es auf. Jetzt kommt die 2, da hatten wir 8 Stück. Das war dieses schöne Blau. 8 Stück bis hier hoch, also das Türmchen. Könnt ihr gleich mitmalen. Das kann man ausmalen ein bisschen. So. Das steht daneben, das Türmchen. Eine Frage? Ja, die Frage ist natürlich klar. Ich hätte hier diesen Strich hier unten gar nicht weitermachen müssen. Ich habe mir jetzt mal vor Freude mit dem, wegen des geraden Striches ein bisschen zu lang gemacht. Eigentlich hätte ich bei der 6 aufhören können, aber ich muss auf jeden Fall ranschreiben Noten. Das hatte ich jetzt vergessen. Das sind die Noten. Nächstes Türmchen. Jetzt mache ich es nicht wie bei Median, der Häufigkeit nach geordnet, sondern ich sage ganz einfach der Reihenfolge nach. Die 3, das war dunkelgrün. Die ist 5-mal aufgetreten. Hier ist die 5, dann sieht dieses Türmchen dann so aus. Das ist die 3 und die 4 hatten wir orange gemalt, die gibt es bloß einmal, die 5 hellgrün. Orange, die 4 einmal, das ist ein flaches Türmchen, das ist schon nur das Fundament. Was war das hellgrün? Ja, hellgrün war die 5, die gab es auch bloß einmal. Und in Aubergine die 3 mal die 6. 1, 2, 3 hier. So. Und jetzt sieht man schon mehr. Darüber werden wir jetzt diskutieren. Ihr drückt zu Hause Pause und guckt euch das ganze Ding mal an. Jetzt haben wir uns hier geeinigt, haben uns die Grafik angeguckt und haben gesagt, Mensch, dann aber da gar nicht mal so schlecht. Man sieht anhand dieser Verteilung, denn normalerweise gibt es so eine Art Mittelfeld von Schülern. Man sieht anhand der Verteilung, dass wir hier gar nicht so ein typisches, naja, Mittelfeld haben, sondern wir haben hier überwiegend gute Leute. Gucken wir uns aber nochmal den Median an. Der Median sagt 3 und der Durchschnitt sagt auch 3. Aber wenn ich mir so eine Skizze angucke, dann sage ich mir, verdammt, Juche, das ist ja, die haben ja richtige Spitzenkräfte hier. Und im Prinzip die 3 Balken, 1, 2, 3, das sind die entscheidenden. Die anderen, da muss vielleicht was passiert sein. Blöd kann hier keiner sein in der Schule. Vielleicht nicht gelernt. Weiß der Kuckuck was. Okay, es gibt noch eine andere Variante der Darstellung. Das war hier das sogenannte, muss ich jetzt erstmal schnell sagen, das Ding nennt sich Säulendiagramm. Säulendiagramm. Und jetzt wollte ich noch ein kleines Wort sagen zu dem Wort Abs. Das ist die absolute Häufigkeit. Wir kommen dann zu der sogenannten Relativen auch gleich. Die absolute Häufigkeit. Wenn ich sage, ich gucke hier rein, wie viel Einsen haben wir, kann ich genau ablesen, genau 2 Leute. Genau 8 Leute und so weiter. Die absolute Häufigkeit. Die echte. Die wahre. Wir kommen noch zum anderen Diagramm. Oder soll ich mal ganz kurz Pause machen? Nochmal irgendwelche Fragen? Kurz Pause? Ich mache mal Pause. Jetzt gibt es auch ein sogenanntes Streifendiagramm. Und das könnte man machen, so wie man den Median ermittelt. Dann sähe es also so aus. Das muss ich jetzt nicht nochmal malen. Sondern jetzt machen wir es mal der Ordnung halber. Mal sehen, wie das aussieht. Wir nehmen also erst die 1. Und Streifen macht man ein bisschen dicker als ein Strich. Jetzt kommen die 2. Das sind 2, 4, 6, 8. Das geht so lang. Wieder ausmalen und so weiter und so fort. Jetzt kommt, da ist es. Jetzt kommt die 3, 5 Stück. 2, 4, 5. Wieder ausmalen, nicht, dass es wieder verschwindet. Jetzt kommt die 4, die 5 in hellgrün und in Auberginen hatten wir die 6, 3 Stück. Also bitte nicht verwechseln mit der Medianermittlung. Das bringt uns dann nicht viel. Wenn wir das der Medianordnung nachmachen, dann sieht man die Verteilung nicht. Ich schreibe es mal schnell ran. Das ist ein Streifendiagramm. Kann man machen. Für eine schnelle Übersicht ist es auch nicht schlecht. Entweder man schreibt es als ein Wort, so wie Säulendiagramm, oder man kann es auch aufteilen, ne? Aber Diagramm immer Doppel-M.
Streifendiagramm und jetzt natürlich schreibt man dann ran die entsprechenden Noten. Das sind eine 2, das war eine 1, die 3, damit die Leute, die drauf gucken, auch die Übersicht haben. Eine 4, eine 5 und eine 6. Und jetzt drückt ihr auch zu Hause auf die Pause-Taste und guckt euch mal dieses Streifendiagramm an. Wir machen hier auch Pause. So, jetzt haben wir uns das Streifendiagramm angeguckt. Wir Menschen sind aber im Allgemeinen so, dass wir, wenn wir was Gutes sehen, dass wir lieber in die Höhe schauen. Und je höher, umso besser und so weiter und so fort. In die Breite schauen, da ist das Streifendiagramm in unseren Augen nicht so geeignet, aber es ist eine Form der Darstellung, die man wählen kann, um mal einen schnellen Überblick zu bekommen, obwohl mir der nicht so gefällt. Und wie ist es bei euch? Wie gefällt euch das Streifendiagramm? Genau. Deswegen, wir machen jetzt das Video mal ein bisschen geteilt. Ich werde dann einen Verweis einbauen. Der zweite Teil kommt dann.